Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Digimon Hackers Cyber's Love in Hackers Memory. Ja, ihr seht hier, wir sind im Internet, denn es geht um die Sistermons und die Spezial-DLCs, ne? Denn ihr bekommt Sistermon und so, nur wenn ihr einen Code hier abholt. Ich muss aber da hoch. Mein Freund. Oder nicht? Hallo? Hallo? Was passiert hier? Es ist weiß. Ja gut, Ding, ich hab's am Laptop gemacht, da geht's einfacher, aber yo, ich kann hier schlecht jetzt über den Laptop was machen. Aha. Ja, das ist richtig. Jetzt müsst ihr auf Store gehen. Dann geht ihr hier, meine Freunde. Fett auf Suchen-Symbol. Hallo. Ich glaube kaum, dass du so lange brauchst, ne, mein Freund. Ach, hier unten, Search. Hier. Dann gebt ihr hier Digimon ein. Hier, da steht schon. Da. Klickt da drauf. Glaube ich. Ja, sollte es. Und dann check it out. Und dann müsst ihr euch natürlich anmelden. Und über eure E-Mail-Adresse bekommt ihr dann. Naja, also unten wird dann was stehen, ne? Ob ihr so eine E-Mail bekommen wollt. Und dann müsst ihr auf Continue klicken oder so ähnlich. Oder Sign in. Ich weiß gerade nicht mehr, was stand. Aber wenn ihr das dann habt, bekommt ihr auf eure E-Mail innerhalb von 15 Minuten bekommt ihr eine E-Mail. Und dann geht ihr, jetzt muss ich, das kann ich euch leider so nicht zeigen, weil ich habe es jetzt hier schon angenommen, ich will nicht noch einen Code. Wartet mal, wenn ich jetzt hier auf meine E-Mail-Ding gehe, Outlook heißt es bei uns, MSN, na? Na komm schon. Dann bekommt man von Bandai Namco Order Confirmation so eine Anzeige. Hello Stefan, so heißt ich ja. Thanks for your purchase. Download and activate your digital productions. My product. Müsst ihr dann da draufklicken, nicht unten, wo es um Steam geht. Nein, 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 nein. Außer ihr habt über Laptop, ne, wenn ihr am PC seid, ne. Aber nein, wenn ihr PS4-Spieler seid wie ich, klickt auf My Product. Dann geht ein neues Fenster auf von Bandai Namco. Dann Download and Activation of your digital product. Dann kriegt ihr unten ein K, den ihr dann draufdrücken müsst. Also ein K. Zuerst steht da noch was anderes. Sozusagen holt ihr den Code, der freigegeben. Bei mir ist jetzt zum Beispiel der. So, den geben wir jetzt gerade zusammen gemeinsam ein. Und zwar hier. Und ihr seht schon, der Witcher ist wieder am Runterladen. Weil meine CD ist im Arsch. Ich muss mir jetzt das mal so gönnen. Weil ich zahle doch nicht irgendwie nochmal 50 Schweizer Franken oder Euro, wie auch immer. Ich habe jetzt da für die normale CD hier, also CD, für das Game und den PS Store knapp 24 Schweizer Franken gezahlt. Von daher passt das sehr gut. Zum Glück hatte ich noch 30 Franken übrig. Also übers Handy, ne? Mache ich das meistens. Und jetzt können wir Code einlösen. Hallo. Oh Mann, ich bin wieder rausgegangen. Ich dachte, ich hätte schon Zahlungsart angeklickt. Gut. Ha. Aber warum ich keine Musik höre? Ach ja, ich habe die ja mal ausgeschaltet, ne? So. Bei mir ist jetzt zum Beispiel der Code. Hier N.
8AK. Ich will das ohne irgendwelche Cuts oder so drin, habe ich ja eigentlich sowieso nie. Dann QFNA. NA. RQ. Warte mal, was ist es? Ne, RQFB. RQFB. Yes. Und dann habt ihr schon. Was ihr allerdings bekommt, sehen wir im nächsten Part. Tüdelü.